Servus, Salve und Hallo. In diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Und ich mache den am Dienstagmorgen, damit ich die Kurse vom Montagabend noch drin habe. Und vor euch liegt der Wochenchart. Und zwar aus dem Grund, ich finde ihn einfacher zu sehen als den Tageschart. Und wir sind jetzt kurz vorm Monatsende, es ist heute der 30. August. Und wir liegen vor dem September, den viele Leute gar nicht mögen. Das ist also der Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Wir haben hier die 200-Wochen-Linie, 20-Wochen-Linie und die Fibo ist angelegt vom High. Wir haben jetzt seit Beginn Juni eine sehr schöne Entlastungsrallye, was anderes ist es nicht, gehabt. Und die hat uns fast bis zum 50er Retracement geführt. Bei 13.803 liegt das Retracement und wir haben kurz dahinter, in der Nähe des letzten Hochs von vor drei Wochen, haben wir auch das obere Band. Momentan, durch gestern, durch den Montag, haben wir so ein Mini-Doji auf der 20-Wochen-Linie. Aber wenn ich hier auch mal ein bisschen von weiter drauf schaue, also ich sehe hier nirgendwo irgendwie was Positives oder Entlastendes. Wir sind weiter negativ über Trendfolge MACD. Wir haben ein relativ frisches Verkaufssignal über die Stochastik. Ich wüsste beim besten Willen nicht, wo aus technischer Sicht her irgendwas Positives sein sollte. Wäre das ein 10-Minuten-Chart, Stunden-Chart, würde ich sagen, hau drauf mit Stop hier oben drüber. Genau das Gleiche kann ich auch machen auf Wochensicht. Dauert halt dann nur ein bisschen länger. Also mir gefällt hier gar nichts. Ich muss aus Wochensicht davon ausgehen, dass wir uns irgendwo hier nochmal in dem Bereich des unteren Bandes befinden. Momentan liegt es bei 11.293. Das war jetzt ein schneller Abschuss, muss ich wirklich sagen. Aber nochmal, auf Wochensicht habe ich hier überhaupt kein Vertrauen. Wüsste ich nicht, warum ich hier irgendwas long gehen sollte. Gehen wir mal auf den Tag. Der sieht ein bisschen anders aus, aber nicht besser. Hier haben wir diese letzte Rallye unten von rund 11.000 hoch bis zu 13.827. Wo war der Höchstkurs? War hier 13.719. Was mir hier auf Tagessicht nicht gut gefällt, ist, die Bänder gehen auf. Und zwar relativ scharf nach oben und nach unten. Wir schließen unterhalb des unteren Bandes. Auch nicht schön. Wir haben eine lange Kerze und diese eine Kerze vernascht 1, 2, 3, 4 vorangegangene Tage. Macht also diese, naja, sagen wir mal, Performance hier komplett kaputt an einem Tag. Wir sind weiter negativ über das MACD. Wir gelten als sehr tief über den Oszillator, aber da ist keine Entlastung. Das kann jetzt sowas hier werden. Und das ist eine ganz gruselige Zeit gewesen. Also das ist nicht so eine schöne Geschichte wie, wir gehen mal hoch und gehen mal runter. Das fehlt mir hier alles noch. Das ist, wir sind bei 11, das ist einfach zu wenig. Da kann ich kein Kaufsignal von sehen. Wenn ich mir jetzt mal den Spaß mache und lege mal die Fibos von der letzten Bewegung an, habe ich erst hier bei 12.056, und das sind jetzt nicht viele, das sind 400 Punkte, habe ich eine Unterstützung über das 61er verbunden mit diesem Chartpunkt hier. Also knapp vor der 12.000. Nimm es mal wieder raus, damit das Bild etwas sauberer wirkt. Also auch hier auf Tagessicht habe ich nicht wirklich was Positives. Positiv würde ich erst wieder werden hier über diesem letzten Zwischenhoch. Das hier ist die 200-Tage-Linie, die sich jetzt mit dem oberen Band verbindet und der 13.827 sein, das 50er Retracement von dieser Bewegung hier. Ja, also ich glaube immer mal wieder, dass es Entlastungsreadies geben wird von 2, 3, 4, 500 Punkten. Aber auf Sicht von September, Ende September, also den weiteren 4 Wochen, muss ich auch hier auf Tagessicht davon ausgehen, dass wir uns nochmal hier unten mit diesem ganzen Bereich hier, ja, zumindest mal beschäftigen werden. Die Scheine, die ich ausgesucht habe, haben diesmal einen erstaunlich geringen Hebel. Die sind alle beide weit weg. Der Call ist ein 10.939er. Da sind wir also noch hier unter dem letzten Tief. Das ist ein 8er Hebel. Das ist für mich sehr, 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 sehr gering. Aber ich muss ehrlich sagen, ich muss den jetzt erstmal hier warten lassen. Ich kann bei diesen Märkten nicht mit dem Hebel 20 oder 25 arbeiten. Das wäre dann irgendwo hier so bei 11.800.
Dieser Schein 10.939 hat die GK49L0 als WKN. Also wie gesagt, der ist hier unten. Der kommt für mich erst dann in Betracht, wenn wir hier nochmal, sagen wir mal, 400, 500 Punkte verloren haben. Dann schaue ich mir den näher an, dann hat er auch einen höheren Hebel. Beim Put bin ich bei 13.911, bin also hinter der 200-Tage-Linie, hinter dem oberen Band und hinter dem 50er-Retracement. Ziemlich genau hier. 13.911, 9er Hebel, das ist die GK3R73. Auch hier, der liegt mir momentan ein bisschen besser, weil ich halt davon ausgehe, dass wir hier runtergehen, irgendwo in diesem Bereich. Aber auch hier, ich traue mich nicht, da zu nah ranzugehen. Nvidia, Metaverse, alle diese Werte, die haben auch mal eine, sagen wir mal, Kurzfrist-Rallye hingelegt, aber nicht besonders. Und fallen jetzt schon wieder ab, werden alle wieder schwächer. Ich bleibe dabei, ich habe hier nichts Positives. Und entweder mache ich nichts oder leichter Short. Ich glaube, für einen Long ist es einfach zu früh. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.